ist in unserer Gesellschaft, wird das Mama sein, ja, in unserer Gesellschaft heutzutage oft nicht als eine ehrenwerte, ganz besondere, ganz besonders wichtige Aufgabe angesehen. Als Christen leben wir in dieser Welt, solange wir noch hier sind, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir gehören zum Herrn Jesus Christus. Und vor dem Herrn Jesus Christus ist das Mama-Sein eine sehr große Aufgabe. Eine sehr große, wunderschöne Aufgabe mit einem sehr hohen Wert und mit einer sehr hohen Bedeutung. Der moderne Feminismus spornt Frauen sehr oft dazu an, ihr Zuhause zu verlassen, ihre Familie nicht zu priorisieren, sondern oft ihre Karriere zu priorisieren. Und ich denke, die Konsequenzen davon, von dieser, ich nenne es mal Philosophie oder wie auch immer, spüren wir sehr viel schon in unserer Gesellschaft. Die Generationen, die heranwachsen, scheinen immer depressiver zu werden, einsamer, depressiver und so weiter und so fort. Wenn Frauen ihre Karrieren verlassen, können sie sehr oft ziemlich leicht ersetzt werden. Aber wer kann eine Mutter ersetzen? Die Liebe, Fürsorge und Hingabe einer Mutter, morgens, mittags, abends und auch in der Nacht. Wenn die Familienstrukturen auseinanderfallen, was wird dann aus einer Gesellschaft? Ehen enden heutzutage in Scheidung und wie viele Kinder wachsen heutzutage mehr oder weniger selbstständig auf? Wisst ihr, was ich meine? Was für eine wunderschöne Aufgabe ist es, uns um unser Haus zu kümmern, uns um unseren Mann und um unsere Kinder zu kümmern. Eine Generation von Kindern, die heranwächst, ist die zukünftige Generation von Erwachsenen. Es hat einen sehr hohen Wert, wenn eine Frau ihre Zeit dafür nutzt, sich wie gesagt um ihren Mann und auch um ihre Kinder zu kümmern. Wie wertvoll und kostbar ist es, wenn eine Mutter sehr viel Zeit und Energie und Liebe und Erziehung und so weiter und so fort in ihre Kinder investiert und sie ihr Bestes gibt, mit Gottes Hilfe und ihrem Mann gemeinsam die Kinder zu gottesfürchtigen Männern und Frauen heranzuziehen. Welche dann wiederum das Licht dieser Welt sind und als Licht in dieser dunklen Welt scheinen durch den Herrn Jesus Christus, der in ihnen lebt, insofern sie natürlich zu dem Punkt kommen würden, dass sie von Neuem geboren werden. Ja, und wie gesagt, dass sie das Licht in dieser Welt sind, wenn Mama und Papa nicht mehr hier sind. Und der Feminismus hat unsere Gesellschaft schon so sehr beeinflusst, dass jetzt mit Sicherheit auch einige Leute nach allem, was ich gesagt habe, denken, ja, aber was ist denn mit dem Vater, bla bla bla, warum denn die Mutter, so und so. Als erstes möchte ich dazu sagen, dass es natürlich auch zu den Aufgaben des Vaters gehört, sich um die Kinder zu kümmern und sowas. Aber ich spreche hier an Frauen, ich richte mich an Frauen. Und zweitens möchte ich aber auch dazu sagen, dass es biblisch gesehen ganz klar ist, dass es vorrangig die Aufgabe der Frau ist, sich um die Kinder zu kümmern. Ich möchte einmal 1. Timotheus 2, Vers 15 vorlesen. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Die ganze Stelle an sich ist sehr interessant, auch zum Thema Unterordnung. Und ich finde, die Stelle ist auch sehr interessant zum Thema, ob Frauen predigen sollen oder nicht. Aber das sind andere Themen, über die ich vielleicht wann anders spreche. Ich wollte jetzt einfach in dem Zusammenhang mit dem Thema Kinder darüber sprechen. Einmal die Stelle wollte ich vorlesen und dann noch eine andere. 2. Titus 2 ab Vers 3. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und ich lese noch eine Stelle vor. Also es gibt einige Stellen, die man jetzt hier vorlesen könnte, aber genau, ich lese jetzt nur noch eine vor, und zwar Sprüche 31 ab Vers 28.
Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände, und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Selbstverständlich soll ein Vater sich auch um seine Kinder kümmern. Aber es ist trotzdem primär die Aufgabe der Mutter. Gott hat uns Frauen anders gemacht als Männer. Wir Frauen sind beispielsweise oft empathischer, können uns besser in die Kinder hineinversetzen, wenn es ihnen nicht gut geht, als Beispiel, und so weiter und so fort. Männer sind in vielen Dingen besser, in denen wir Frauen nicht so gut sind. Und andersrum sind wir Frauen oft besser in Dingen, in denen Männer nicht so gut sind. Ich weiß, dass der moderne Feminismus Frauen irgendwie eintrichtert, dass das, was ich jetzt gerade gesagt habe, irgendwie in irgendeiner Art und Weise sexistisch wäre oder sowas. Aber das ist es nicht. Das ist die Realität und das ist etwas Wunderschönes. Wir müssen nicht identisch sein. Wir können einander komplementieren. Wir können wie zwei verschiedene Puzzleteile ein wunderschönes Puzzlebild ergeben. Einander mit den Stärken, die wir haben, dienen. Gott hat Männer und Frauen unterschiedlich geschaffen und das ist nicht schlimm. Wir Frauen sind nicht schlechter, sondern wir haben andere Stärken als Männer haben. Und es ist eine Verschwendung, wenn wir Frauen versuchen, so zu sein wie Männer. Wir müssen nicht versuchen zu sein wie Männer, damit wir irgendwie akzeptabel sind oder sowas. Wir sind anders als Männer und es ist wunderbar. Es ist primär die Aufgabe des Mannes, sich um den Lebensunterhalt der Familie zu kümmern und die Familie zu beschützen und sowas. Und sich damit selbstverständlich ja auch um seine Frau und seine Kinder zu kümmern. Die Welt hat oft irgendwie so ein Tyrannenbild, wenn man über Themen wie Unterordnung spricht oder über verschiedene Rollenverteilungen und sowas. Und zum einen denke ich halt auch, dass der Satan sehr viel damit beschäftigt ist, diese falschen Bilder halt irgendwie zu promoten oder wie ich das sagen soll. Wie gesagt, wenn man das Design, was Gott perfekt gemacht hat, wenn Satan da ansetzt und da die Ehen zerstören will, die Kinder aus den Familien rausreißen, den Kindern kein stabiles Umfeld, wo es aufwächst, zu geben, und die Familien zu zerstören, was wird dann aus einer Gesellschaft? Und was ist das bessere Zeugnis in dieser Welt? Und mit Sicherheit gab es im Laufe der Geschichte viele Männer, die ihre Position missbraucht haben und sowas. Wir leben in einer gefallenen, sündhaften Welt, aber das ändert nichts daran, dass Gottes ursprüngliches Design für die Ehe und für die Familie perfekt gewesen ist. Und dass es gut für uns ist, wenn wir danach streben, uns danach zu richten. Und dass wir Gott auch damit ehren können. Je mehr der Mann und je mehr auch die Frau ihre Beziehung zum Herrn Jesus Christus pflegen und ihm nachfolgen wollen, die stille Zeit, das Gebet, das Bibellesen und so weiter pflegen und sich danach richten wollen, desto mehr sind sie dann natürlich auch ein Segen füreinander und für das Kind und natürlich auch generell in dieser Welt. Genau, es gibt ganz viele Dinge, die man zu dem Thema sagen kann und so Gott will, werde ich da auch noch über vieles sprechen in kommenden Videos. Aber hier in diesem Video und an dieser Stelle wollte ich primär über das Thema Mama sein sprechen. Am Schluss wollte ich nochmal festhalten, egal was diese feministisch geprägte Gesellschaft sagt, was diese Welt darüber denkt, vor dem Herrn Jesus Christus ist das Mama-Sein eine sehr große Berufung mit einem sehr hohen Wert und es ist nichts, was man irgendwie nebenbei macht, dass man irgendwie vorrangig eine Karriere nachläuft und nebenbei irgendwie die Kinder versucht zu erziehen, sondern die Kinder zu erziehen, das Mama-Sein, das an sich ist schon eine sehr große Berufung. Und damit sage ich jetzt nicht, dass es an und für sich eine Sünde ist, wenn Frauen Kinder haben und arbeiten, aber die Familie muss immer Priorität haben und die Familie darf nicht darunter leiden, wenn eine Frau arbeiten geht. Ist das möglich? Diese Frage lasse ich jetzt hier stehen. Aber was feststeht, ist, wie gesagt, dass die Familie immer Priorität haben muss. We'll be right back.
mountain to the ocean, from La Winga to the Leeward side. On the island, we do it island style. From the mountain to the ocean, from La Winga to the Leeward side. Mama's in the kitchen cooking dinner real nice. Beef stew on our stove, no mess and then with the ice. We eat and drink and we sing all day. Carny copy lie in the old Hawaiian way. On the island, we do it island style. From the mountain to the ocean, from the windward to the leeward side. On the island, we do it island style. From the mountain to the ocean, from the windward to the leeward side. We go grandma's house on the weekend clean, yeah, cause if we don't go, grandma got a world. In diesem Buch geht es um Flüche und Hexerei und dieses Buch steht in einem Laden, welches sich vorrangig an Kinder richtet. Das ist okkult und sehr gefährlich und damit kann man Türen öffnen, die sehr gefährlich sind. Der Satan ist hinter den Kindern her. Kinder sind sehr beeinflussbar, leicht zu manipulieren und außerdem ist es die nächste Generation von Erwachsenen, die heranwächst. Wir müssen unsere Kinder mit Gottes Hilfe beschützen und aufklären.
wollte jetzt etwas über das Thema Prioritäten sprechen. Prioritäten sind nämlich etwas super Wichtiges und es ist enorm wichtig, dass wir die Prioritäten richtig setzen und dass wir uns auch im Klaren sind, was genau unsere Prioritäten sind. Natürlich sollte Gott die absolute Priorität in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserem Denken und so weiter sein. Und ich denke, wenn eine Ehefrau und Mutter wirklich den Herrn Jesus Christus als absolute Priorität hat, dass es ein sehr großer Segen dann auch für ihre Familie ist. Die Beziehung, die eine Frau zu dem Herrn Jesus Christus hat, hat auch einen großen Einfluss auf ihre Familie. Ja, es ist wirklich wichtig, dass wir den Herrn priorisieren. Und das beinhaltet natürlich, dass wir immer im Gespräch mit ihm sind, dass wir unseren Alltag wirklich mit ihm leben, dass wir uns mit seinem Wort füllen, gute christliche Musik hören, ihn loben, Gemeinschaft haben und so weiter. Unter Gott steht der Ehemann. Also von allen Menschen auf dem ganzen Planeten hat der Ehemann die allerhöchste Priorität. Und das sollte natürlich andersrum genauso sein. Aber wie gesagt, ich spreche hier zu Frauen. Auch wenn man Kinder bekommt, ist es wichtig, dass die Ehe immer noch Priorität über den Kindern hat. Kinder werden groß und ziehen, so Gott will, eines Tages aus. Aber die Ehe ist ein Bund fürs Leben und die Ehe ist heilig. Die Ehe ist die engste menschliche Gemeinschaft zwischen zwei Menschen. Und eine christliche, biblische Ehe ist ein Bild für Christus und die Gemeinde. Es ist sehr wichtig, die Ehe zu priorisieren. Ja, und ich denke, dass es auch sehr wichtig ist, dass wir in unsere Ehe investieren. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Natürlich solche Sachen, die klar auf der Hand liegen, wie Dates oder so. Was ich auch sehr gut finde, ist dieses Buch 5 Love Languages, also die 5 Sprachen der Liebe. Von Gary Chapman, das gibt es in unterschiedlichen Hinsichten. Also dieses Buch gibt es in unterschiedlichen Versionen, also zum Beispiel in Bezug auf Gott, in Bezug auf Kinder und es gibt es auch in Bezug zur Ehe und ich finde, das ist ein sehr gutes Buch. Und unter der Ehe kommen dann die Kinder. Unsere Kinder sollten eine der Top-Prioritäten in unserem Leben sein. Ich habe das ja bereits in diesem Video schon erwähnt. Ich habe das Gefühl heutzutage, dass irgendwie Kinder großzuziehen oft wie so eine Nebensache in unserer Gesellschaft angesehen wird. Aber es ist keine Nebensache, sondern es sollte, wie gesagt, einer der Top-Prioritäten sein. Unsere Kinder sind in der Priorität unter unserer Ehe und die wiederum unter dem Herrn Jesus Christus und unserer Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus und alledem. Aber unsere Familie als Gesamtes, unsere Ehe und unsere Kinder, das als Gesamtes sollte einer der absoluten Top-Prioritäten unter Gott natürlich, wie gesagt, aber das sollte als einer der Top-Prioritäten in unserem Leben sein. Die Zeit, die Gott uns mit unseren Kindern schenkt, die dürfen wir nutzen und in sie investieren. Die Zeit genießen, sie lieben, erziehen, in der Gottesfurcht unterweisen und so weiter und so fort. Und ich möchte an der Stelle auch etwas sagen, was mir da oft geholfen hat mit dem Thema Geduld und sowas als Beispiel. Beispielsweise gab es manchmal Momente, in denen ich irgendwas erledigen wollte und ich habe das versucht mit unserem Baby zu erledigen. Und es hat einfach nicht geklappt, weil ich ihn zum Beispiel nicht absetzen konnte oder was auch immer und ich die Sache jetzt vielleicht nicht mit einer Hand machen konnte oder was auch immer. Und wenn ich mir dann bewusst gemacht habe, okay, diese Aufgabe ist jetzt nicht die Priorität. Es hängt jetzt natürlich von der Situation ab, aber ich spreche jetzt von Aufgaben, die halt nicht die Priorität in dem Moment sind. Und das war bei mir in den meisten Fällen der Fall. Dann habe ich oft gesagt, ja okay, dann lasse ich diese Aufgabe jetzt vielleicht sein, versuche das dann später zu machen oder so und priorisiere jetzt einfach unseren Sohn und wenn er jetzt einfach vielleicht mehr Zeit, Aufmerksamkeit, was auch immer braucht, dann gebe ich sie ihm und mache vielleicht was anderes mit ihm und versuche mich der Aufgabe später zu widmen. Und das wiederum hat mir dann sehr viel geholfen, ja, geduldiger zu sein und nicht so krampfhaft zu sagen, nee, egal was ist, ich muss jetzt diese Aufgabe hier und jetzt erledigen. Ich meine, selbstverständlich ist auch der Herr Jesus Christus derjenige, den wir auch immer wieder darum bitten können, dass er uns Geduld schenkt durch den Heiligen Geist in uns. Aber ich meine, trotzdem gibt es ja auch Tipps, die einem da noch helfen können. Dann möchte ich noch was zum Thema Prioritäten sagen. Und zwar so wichtig es ist, dass wir uns um unseren Haushalt kümmern, ist auch da die Priorität wichtig. Unsere Familie steht über einem perfekten Zuhause. Also irgendwie hängt es ja auch miteinander zusammen. Indem wir uns um den Haushalt kümmern, kümmern wir uns auch gleichzeitig um unsere Familie. Aber es gibt Situationen, da muss man sich entscheiden. Man kann nicht immer alles gleichzeitig machen und es gibt vielleicht Situationen, wo man sich entscheiden muss, was priorisiere ich jetzt? Zeit mit meiner Familie oder ein komplett perfektes Zuhause und was auch immer. Und natürlich kann es Situationen geben, in denen man sagt, okay, ich muss jetzt ganz dringend eben das und das machen oder was auch immer. Aber jetzt einfach im generellen, allgemeinen ist es auf jeden Fall so, dass unsere Familie Priorität über einem perfekten Zuhause hat.
Genau, das wollte ich auch noch anmerken. Jetzt möchte ich aber noch was anderes sagen. Nichtsdestotrotz ist, wie gesagt, es ist auch wichtig, dass wir uns um unseren Haushalt kümmern und damit kümmern wir uns ja wiederum auch um unsere Familie. Und da wollte ich jetzt so was zum Thema Prioritäten im Haushalt sagen. Vor allem mit Baby hat man ja oft vielleicht nicht so viel Zeit, sich um den Haushalt zu kümmern. Also es gibt unterschiedliche Situationen und es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man etwas erledigen kann. Es gibt unterschiedliche Babys und so weiter. Und ich weiß zum Beispiel, viele Frauen, für die funktioniert das ganz gut mit so einer Babytrage, das Baby da reinzusetzen, Dinge im Haushalt zu erledigen und sowas. Aber unser Baby hat die Babytrage zum Beispiel überhaupt nicht gemocht. Also wie gesagt, jedes Baby ist unterschiedlich, jede Situation ist unterschiedlich und so weiter und so fort. Aber was ich als Tipp geben würde, auch in dieser Zeit mit Baby, was das ganze Thema Haushalt betrifft, dass man das Gefühl hat, dass man da einigermaßen vielleicht hinterherkommt, ist auch hier Prioritäten zu setzen. Und natürlich kann das jetzt vielleicht auch unterschiedlich aussehen, aber das ist jetzt ein bisschen meine Meinung. Ich würde drei Sachen als Prioritäten sagen. Und zum einen ist das die Wäsche, zum anderen ist das Geschirr. Und als dritten Punkt würde ich auch noch sagen, dass man den Mann einfach fragt, was ihm ganz besonders wichtig ist. Ob es da irgendwas gibt, wie gesagt, was ihm ganz besonders wichtig ist. Es ist halt eine Sache, wenn in irgendwelchen Ecken nicht alles perfekt sauber ist oder was auch immer. Aber es ist eine andere Sache, wenn man morgens aufsteht, in eine dreckige Küche kommt, nicht weiß, wie man sich das Frühstück da jetzt zubereiten soll, weil die ganzen Teller dreckig sind und man nicht weiß, welche Socken man anziehen soll, weil die Sachen alle in der Wäsche sind oder was auch immer. Und das wiederum, ja, wirkt sich dann auch oft auf den Tag, wie man sich fühlt, aus und so weiter und so fort. Also ich finde wirklich, das würde ich sagen, selbst wenn man vielleicht nicht so viel Zeit für den Haushalt hat, denke ich, wenn man diese Dinge priorisiert, dass das schon mal sehr gut helfen kann. Wenn man versucht, sich um das Geschirr zu kümmern, sich um die Wäsche zu kümmern und wie gesagt, den Mann zu fragen, was ihm besonders wichtig wäre. Und wenn man dann noch extra Zeit hat, dann kann man noch extra Aufgaben machen. Aber wie gesagt, wieder das Thema Prioritäten.
Der Zeitraum, in dem heutzutage Halloween gefeiert wird, ist der Zeitraum, in dem damals die Sintflut geschehen ist. Das heißt, in der Zeit, in der wir eigentlich ganz besonders daran gedenken könnten, wie Gott damals diese böse Welt mit der Sintflut auch gerichtet hat, ist der Zeitraum, in dem heutzutage das Böse ganz besonders gefeiert und zelebriert wird. Es gibt ein Zitat von dem Gründer der Satanskirche, Anton LaVey oder wie er heißt, wo er sagt, dass er froh darüber ist, dass Christen wenigstens an einem Tag des Jahres ihren Kindern erlauben, den Satan zu verehren. Ich wollte ganz kurz über eine Sache sprechen, die für uns Christen ja generell wichtig ist, dass wir uns das immer wieder bewusst machen oder dass wir uns das einfach
generell immer bewusst sind. Und das betrifft dann natürlich auch für uns Mamas das Mama-Sein. Dass wir auch hier, was das ganze Thema betrifft, Mama zu sein, ja, wirklich in voller Abhängigkeit zum Herrn Jesus Christus leben. Dass wir uns wirklich mit geistiger Nahrung füllen und dass wir wirklich bestrebt sind, im Geiste zu wandeln. Und wenn wir dann in unserem Leben durch den Herrn Jesus Christus, der in uns lebt, dadurch, dass wir den Heiligen Geist in uns haben als wiedergeborene Christen, wenn wir im Geiste wandeln, dann haben wir in unserem Leben, sehen wir dann die Frucht des Geistes, Liebe, Frieden, Freude, Selbstbeherrschung, Geduld und so weiter. Die beste Mama, die wir für unser Kind sein können, werden wir sein, wenn wir im Geiste wandeln. Die beste Mama für unser Kind werden wir dann sein, wenn wir uns nicht auf uns und unsere eigene Kraft verlassen, sondern auf den Herrn Jesus Christus, der in uns lebt, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und wenn wir unser sündhaftes Fleisch kreuzigen und im Geiste wandeln. Ich finde das ganze Thema Demut auch wichtig, ganz natürlich generell als Christ, das ist ja klar, aber auch beim Thema Mama sein. Ich finde es enorm wichtig, dass man auch als Mama nicht die Haltung hat, dass man denkt, man würde jetzt alles perfekt machen, sondern dass man versteht, dass man auch nicht alles perfekt machen will. Wird, dass man auch sündigen wird. Und da finde ich es wirklich enorm wichtig, wie gesagt, dass man eine demütige Haltung hat und dass man offen dafür ist, wenn das Kind einem sagt, guck mal Mama, jetzt beispielsweise, du hast mich verletzt, als du dies und das gesagt hast oder was auch immer, dass man offen dafür ist, dass man vielleicht etwas falsch gemacht hat, dass man auch offen dafür ist, sich bei seinem Kind entschuldigen zu können. Ja, ich finde das wirklich sehr wichtig mit dieser demütigen Haltung, auch als Mama. Und dass man auch als Mama dann in der Lage ist, sich bei dem Kind zu entschuldigen, wenn es notwendig ist. Und ich denke, wenn man als Mama in der Lage ist, sich bei seinem Kind zu entschuldigen, dass das auch enorm zu einer guten Beziehung mit dem Kind dann auch später wirklich sehr viel beitragen kann. Und natürlich generell sehr gut für die Psyche vom Kind sein kann. Und ich denke, es bringt dem Kind auch etwas sehr Wichtiges bei. Und zwar zum Beispiel, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle Gnade brauchen, dass wir alle Vergebung brauchen und ja, auch Dinge wie sich entschuldigen zu können, Einsicht zeigen zu können und so weiter. Und das kann man dann auch voll nutzen für eine Gelegenheit, ja, wieder dem Kind das Evangelium ans Herz zu legen, näher zu bringen und wirklich immer wieder zu erklären. Die Tatsache, dass der Herr Jesus Christus für uns alle gestorben ist, dass wir alle darauf angewiesen sind, was der Herr für uns getan hat, dass er für unsere Sünde am Kreuz bezahlt hat und dass er auferstanden ist und dass er den Tod und die Sünde besiegt hat und ja, und dass wir gerettet werden können alleine durch ihn.
waren dann am nachfolgenden Tag wieder im Shopping Center und ich wollte euch mal ein paar Dinge zeigen, die ich dort gesehen habe. Also das ist eine weitere Folge von Exposing im Shopping Center oder wie ich es nennen soll. Also einmal fand ich das krass mit diesem TikTok-Spiel da. Aber was ich eher noch zeigen wollte, schaut euch das mal an. Ma-Yoga, also das ist in der, ich sag mal, Kinder-, Jugend-, was auch immer Abteilung. Das ist halt, ja, das ist halt in der Spieleabteilung. Und hier sieht man verschiedene Yoga-Posen. Es ist total heftig, finde ich. Also Yoga kommt aus dem Hinduismus. Und diese verschiedenen Posen, die man im Yoga macht, die sind sozusagen verschiedene Posen, um die verschiedenen Götzen vom Hinduismus anzubeten. Ja, genau, Wizarding World, also Hexenwelt, ja, Harry Potter, also das ist auch nochmal, ja, ich meine, Harry Potter ist so normalisiert in unserer Gesellschaft, dass viele Leute denken, das ist halt normal, aber eigentlich hat das was mit Hexerei zu tun und das ist etwas, auch hier Magic, wovon wir uns fernhalten sollen. Das hier hat mich am allermeisten schockiert. Das ist eine meditierende Maus, die im Bereich für Babys oder Kinder im Kleinkindalter sich befindet dort bei den Spielzeugen. Und das ist unfassbar. Also das hat mich so sehr schockiert. Meditation und Yoga. Im Westen wird es als ein Lifestyle angesehen, aber was viele nicht verstehen, ist, dass das spirituelle Praktiken aus anderen Religionen ist und dass das sehr gefährlich sein kann. Und dann waren wir noch in der PlayStation 5 Abteilung und dort habe ich noch was gesehen und zwar hier Demon Souls, also sozusagen Seelen von Dämonen steht da sozusagen drauf. Und dann noch ein anderes Spiel namens Demon Slayer, also sozusagen sowas wie, ja, ich will es jetzt nicht wortwörtlich übersetzen, aber sowas wie halt Töter von Dämonen oder sowas. Und dann lauter wieder Magic, also Zeug mit Magie und Hexerei und all sowas, also wirklich, der Satan ist hinter den Kindern her. Die ich auch super wichtig finde, ist, dass man als Mama auch immer wieder Pausen einlegt. Und ich nenne das jetzt mal so, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, und auch eine Art von Self-Care auch in seinen Alltag irgendwie integriert.
Und ich finde, dieser Begriff Self-Care, also sich um sich selber zu kümmern, das ist in unserer Gesellschaft oft schon irgendwie so, ich finde, das ist oft in so einem Kontext, dass ich es schon oft nicht gut finde, dass es schon, finde ich, in so eine egozentrische Richtung gehen kann. Und das ist natürlich nicht das, wovon ich spreche. Ja, das finde ich dann biblisch gesehen auch nicht gut und sowas. Und das ist nicht das, wovon ich spreche. Ich spreche jetzt nicht irgendwie, dass man da jetzt irgendwie voll selbstfokussiert, egozentrisch lebt oder sowas. Das meine ich damit natürlich nicht. Aber ich glaube, wir kennen halt alle dieses Bild, dieses Beispiel davon, wenn jetzt man im Flugzeug ist und da irgendwie ja ein Flugzeugabsturz wäre oder starke Turbulenzen oder was auch immer und die Sauerstoffmasken runterfallen, dass man als erstes immer sich selbst die Sauerstoffmaske anziehen sollte und danach seinem Kind. Und natürlich würde man irgendwie als Mutter im ersten Moment denken, natürlich ziehe ich meinem Kind als erstes die Maske auf, aber was bringt es dem Kind, stell mal vor, ein zweijähriges Kind oder noch jünger, ziehst du ihm die Maske an und fällst dann erstmal selber in Ohnmacht. Ne? Also das ist natürlich, das wäre eine sehr schwierige Situation. Also erstmal 2 Sekunden Zeit nehmen, um die Maske selber aufzuziehen und dann direkt dem Kind die Maske aufziehen. Und das ist halt das, wovon ich jetzt spreche, wenn ich das mit dem Self-Care, wenn ich darüber spreche, wie gesagt, jetzt nicht so eine egozentrische, selbstfokussierte Philosophie oder sowas, das jetzt nicht, sondern halt einfach, ja, dass man auch Pausen einlegt und halt auch irgendwie sich um sich kümmert. Oft hat man halt dann sowas im Kopf wie irgendwie eine Pediküre zu machen oder sowas. Und das kann auch dazu gehören. Aber das ist jetzt nicht mal unbedingt vorrangig, das, was ich meine nur. Also wie gesagt, das kann auch dazu gehören. Aber ich meine halt auch sowas wie, vielleicht Dinge in den Alltag zu integrieren, die einem gut tun. Sowohl körperlich als auch psychisch und geistig. Es können zum Beispiel sein, körperlich sowas wie zu versuchen, irgendwie Sport zu machen oder Wasser zu trinken oder was auch immer. Es kann psychisch sein, sowas wie schöne, entspannende christliche Instrumentalmusik zu hören oder sowas. Schöne Spaziergänge zu machen, viel in der Natur zu sein. Und natürlich geistig solche Sachen wie sich mit Gottes Wort füllen, immer im Gespräch mit dem Herrn sein und so weiter und so fort. Wenn wir uns in einer gesunden Art und Weise um uns selbst kümmern, dann denke ich, können wir auch damit wiederum ein Segen für andere sein. Wie gesagt, ich rede nicht davon, sich um sich zu kümmern, in dieser egozentrischen Sicht, sich um sich selbst zu drehen oder sowas. Davon spreche ich nicht, aber einfach, dass wir uns um uns kümmern, sodass wir dann auch besser ein Segen für andere sein können, dass wir besser auch anderen Menschen dienen können. Es ist ja auch so, dass als Christen unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und dementsprechend sollen wir den natürlich dann auch pflegen. Ich muss da auch dazu sagen, dass ich jetzt mit so Sachen wie Sport und sowas noch nicht so gut bin, aber ja, ich da auf jeden Fall auch besser werden möchte. Aber es ist generell so, die Dinge, über die ich in meinen Videos spreche, das heißt nicht nur, weil ich darüber spreche, dass ich das jetzt alles irgendwie ideal oder perfekt machen würde. Überhaupt gar nicht. Ja, nochmal zu dem ganzen Thema Self-Care, also sich um sich selber zu kümmern und sowas. Ein Aspekt, den ich da auch noch erwähnen wollte, ist, sich jeden Tag fertig zu machen. Ich denke, das ist super wichtig. Und das bedeutet nicht, dass sich jede Frau jetzt irgendwie jeden Morgen schminken muss oder überhaupt sich schminken muss. Das meine ich damit überhaupt nicht. Was es für jemanden bedeutet, sich fertig zu machen, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich meine einfach jetzt ganz generell gesprochen, ohne jetzt konkret zu sagen, sich fertig zu machen bedeutet dies oder das. Aber jetzt einfach ganz generell gesprochen, denke ich, wie gesagt, ist es super wichtig, dass man sich fertig macht. Es ist ein sehr großer Unterschied, ob man den ganzen Tag irgendwie im Pyjama verbringt, sich nicht mal die Haare gekämmt hat und was auch immer. Ich denke, wenn man sich morgens früh fertig macht, dann kann das schon so einen großen Einfluss auf den Rest des Tages haben und was für eine Laune man hat und sowas. Es kann sich auf so vieles auswirken. Ich denke, dass es sehr viel ausmacht, ob die Ehefrau und die Mama irgendwie im Pyjama rumläuft, die Haare nicht gekämmt ist und sie sich vielleicht nicht unten nicht so wohl fühlt und man ihr das oft anmerkt. Ich denke, dass oft das irgendwie schon so eine Stimmung oder sowas zu Hause verbreiten kann. Im Gegensatz dazu, wenn sie sich etwas fertig gemacht hat, sie sich wohlfühlt und man das wiederum auch merkt. Es ist ja auch wieder hier so, dass wenn wir uns um uns selber kümmern, dass das auch gut zu finden ein Segen für andere sein kann. Und auch hier wieder geht es nicht um irgendeine Selbstzentriertheit, dass man jetzt jeden Morgen 3 Stunden vorm Spiegel steht oder sonst irgendwas. Aber es kann ja ganz schnell eine ganz einfache, simple Routine sein, die aber eine sehr große Auswirkung auf sich und seine Familie haben kann. Es kommt halt vieles auch generell auf unsere Herzenshaltung an. Für was machen wir das, was wir machen? Wir sollen uns jetzt nicht irgendwie da fertig machen, dass wir dann irgendwie stolz werden oder sowas und da total um uns selbst drehen, um unser Aussehen total drehen oder sowas. Aber wenn wir es für Gott tun und für unsere Familie tun und
auch halt, ja, den Tempel des Heiligen Geistes, wenn wir Christen sind, dass wir den nähren und pflegen wollen. Und wenn wir das, wie gesagt, aus einer guten Herzenshaltung tun, dann kann das so ein großer Segen für unser Umfeld sein und auch Gott ehren. Im ersten Jahr als Mama noch gelernt habe, ist beispielsweise auch, dass jedes Baby unterschiedlich ist. Das klingt vielleicht offensichtlich und wahrscheinlich ist es das auch, aber es ist ja so, dass man als Mama auch viele Ratschläge, viele auch ungefragte Ratschläge von außen bekommt, Dinge im Internet liest und so weiter und so fort und ja, wo es immer wieder heißt, Babys mögen dies, Babys mögen das, Babys sind so und was auch immer. Es gibt zwar schon so generelle Gemeinsamkeiten, die viele Babys oder auch alle Babys teilweise miteinander haben, aber es gibt trotzdem auch viele Unterschiedlichkeiten. Und natürlich kann man offen für Ratschläge gefragt oder ungefragt sein. Und ich denke, es kann auch gut sein, sich bei guten Quellen und auch bei weisen Menschen zu informieren für Tipps und Ratschläge und was auch immer. Aber ich habe auch gelernt, dass man oft in sehr vielen Fällen als Eltern sein Kind am besten kennt. Und es war ganz oft so, dass wenn ich und Arthur der Meinung waren, dass dies und das das Beste für unser Kind wäre und im Internet vielleicht was anderes stand oder irgendwelche Leute was anderes gesagt haben, dass wir im Nachhinein oft froh darüber waren, wenn wir es so gemacht haben, wie wir auch schon gedacht haben, dass es richtig sei. Denn oft hat es sich dann auch so rausgestellt. Denn wie gesagt, als Eltern kennt man im Normalfall sein Kind einfach am besten, natürlich unter dem Herrn Jesus und dementsprechend sowieso, so wie alles als Christen, sollten wir natürlich auch alles unter Gebet tun. Aber ja, wir Eltern kennen unsere Kinder im Normalfall am besten und das ist das, was ich sagen will, wir können offen für Ratschläge sein, aber wir müssen nicht immer auf alles hören, was irgendwelche Leute sagen.
gäbe noch sehr viele Dinge, die ich zum Thema Mama sein noch gerne sagen würde, aber bevor dieses Video noch viel länger wird, als es so schon geworden ist, möchte ich noch eine Sache zum Schluss ansprechen. Eine Mama zu sein ist etwas Wunderschönes, es ist so ein großer Segen und die Liebe, die man als Mama zu seinem Kind hat, ist unbeschreiblich, es ist so unbeschreiblich. Aber es ist sehr wichtig, dass wir niemals einen Götzen aus unserem Kind machen. Wir müssen unsere Erfüllung immer in Gott finden. Zum einen ist es schlichtweg eine Sünde, einen anderen Götzen neben dem einzig wahren Gott zu haben. Das ist das Wichtigste. Des Weiteren ist es aber auch so, dass wir Menschen eine untragbare Last auferlegen, wenn wir einen Götzen aus ihnen machen. Eine der vielen Konsequenzen, wenn Eltern einen Götzen aus ihrem Kind machen, kann zum Beispiel sein, dass es Träume, die man im Leben hatte, aber vielleicht nicht, die sich vielleicht nicht erfüllt haben oder was auch immer, dass das Kind jetzt die Pflicht hat, das zu leben oder was auch immer. Das ist ja etwas, was man immer wieder sieht. Und ich denke, das kann eine der Konsequenzen davon sein, wenn Eltern beispielsweise einen Götzen aus ihrem Kind machen. Es gibt viele andere Konsequenzen, die auch damit einhergehen, wenn Eltern einen Götzen aus ihrem Kind machen. Aber es kommt nie was Gutes dabei heraus. Wenn man aus einem Mensch einen Götzen macht, dann fällt es einem auch viel schwieriger, geduldig und vergebend mit diesem Menschen umzugehen. Weil man gibt diesem Menschen ja die Rolle, dass es ein Götzen für einen sein muss. Aber kein Mensch kann diese Rolle erfüllen. Der Einzige, der diese Rolle als Gott, als Erfüller des Herzens, als der Einzige, der komplett ohne Schuld und Sünde ist, der Einzige, der diese Rolle erfüllen kann, ist Gott. Und sowohl möchte ich zum einen Mamas sagen, dass es wichtig ist, niemals einen Götzen aus seinem Kind zu machen, aber auch für Frauen, die vielleicht Mama werden möchten, aber wo es vielleicht noch nicht an der Zeit ist, oder die gerne Mama werden wollten, aber wo es einfach vielleicht nicht dazu gekommen ist, beispielsweise weil es nicht Gottes Plan war oder so, dass man aus dem ganzen Thema keinen Götze machen soll, sondern seine Erfüllung immer im Herrn finden. Wir müssen unsere Erfüllung und unseren Sinn im Leben im Herrn Jesus Christus haben. Und wenn der Herr uns Kinder schenkt, dann ist das ein großer, unfassbar großer Segen, worüber wir uns unfassbar freuen dürfen, aber woraus wir keinen Götzen machen dürfen. Und wenn die Prioritäten, wieder das Thema Prioritäten auch, wenn die Prioritäten richtig sind, Gott an allererster Stelle, Gott als Erfüller unseres Herzens, ja, wenn Gott an allererster Stelle steht und er das Fundament unseres Lebens ist und die Erfüllung, die wir im Leben haben und der Sinn unseres Lebens und wir unsere Kinder als einen Segen und ein Geschenk ansehen und nicht als einen Götzen, dann können wir unsere Kinder mit viel mehr Freiheit viel besser lieben, als wenn wir einen Götzen aus ihnen machen würden und ihnen eine Bürde auferlegen würden, die sie nicht tragen könnten. Und außerdem wäre es an erster Stelle eine Sünde gegen Gott. Und niemand würde am Ende glücklich werden.